Eine Riesenveranstaltung, jetzt werden Konfetti in die Höhe gesprüht. Also die FPÖ lässt sich da heute nicht lumpen. Das hat Champions League-Finale-Qualität, würde ich fast sagen, so wie die Konfetti da herunterregelt und da überall die rot-weiß-roten Schals und die rot-weiß-roten Fahnen, so als wäre Österreich heute Europameister geworden. Stattdessen feiert man den zweiten Platz der FPÖ und von Hatzi Strache bei einer Nationalratswahl. Vom ersten ist keine Rede, es ist vorerst ein zweiter, der wahrscheinlich morgen ein dritter wird, aber das tut der Stimmung der FPÖ-Fans in der Maxhalle keinen Abbruch. 7000 Fans und Hatzi Strache hat den letzten Härtetest des heutigen Tages zu bestehen. Wie kommt er durch diese eigenen Fans durch zur Bühne, würde ich sagen. Ne? Ferry? Ja, harter Weg momentan für Hatzi Strache und das könnte wahrscheinlich durchaus noch ein paar Minuten dauern, bis er dann... Ja, schauen wir mal, vielleicht zeigt ihr uns das einmal mit der Kamera. Also wir schätzen, dass er ungefähr dort ist, wo die Fahnen sind, ja. Die offenbar mit ihm mitziehen. Es ist vermutlich keine Chance. Ja, wir sehen auch, wie da jetzt alle Handys und Kameras in die Höhe gehalten werden. Also Hatzi Strache nähert sich mit 4 rot-weiß-roten Standartenträgern, um jetzt in der FPÖ-Sprache zu bleiben, der Bühne. Und kämpft sich durch. Ein toller Tag für den Hatzi heute, muss man schon sagen. Ich kann mir vorstellen. Und da sehen wir hinter ihm ein ganzes Meer an blauen Luftballons. Ich weiß nicht, was die mit denen machen wollen, ob die zum Zerplatzen bringen wollen oder ob die irgendwo ans Hallendach steigen sollen. Ja, also Hatzi Strache und hinter ihm viele, viele, mindestens 99 Luftballons, würde ich sagen. Um ihn im Text von einem seiner Lieblingssongs zu sein. Und da ist er. Da kommt der Hatzi Strache direkt vor unserer Kamera, taucht er auf. Also der ist jetzt wirklich nackt bis aufs Hemd. Das muss eine Aktion gewesen sein, da durchzumarschieren. Ein Bad in der Menge, wie man es relativ selten erlebt. Gibt uns noch ganz kurz zu analysieren. Gernot Blümel hat gemeint, vor Weihnachten. Steht noch die neue Regierung? Wie schätzt du? Ich glaube, das wird ganz schnell gehen. Wir haben ja jetzt gleich eine sehr spannende Diskussionsrunde da mit den Experten von Erhard Buseck bis Peter Westenthaler, die sich da wirklich auskennen. Mein Gefühl ist, das wird jetzt ganz schnell gehen. Wir kriegen jetzt Schwarz-Blau. Wir sehen, Hatzi Strache dreht. Offenbar, weil er noch immer nicht genug hat, der Ehrenrunde rund um die Bühne herum. Und jetzt ist er da. Jetzt geht er auf die Bühne hinauf. Ich würde sagen, den Härtetest hat er bestanden. Ein Bussi für die Mama. Eine Umarmung von der Philippa für eine zweite blonde Frau, die ich nicht sehe, weil sie uns den Rücken zukehrt. Norbert Hofer ist dabei, ganz begeistert. Ja, also dem sieht man die Freude wirklich an. Dem fallen da heute viele Steine vom Herzen. Ist ihm zu vergönnen. Er hat ja diese doch für ihn sehr schwere Niederlage in der Hofburg wegstecken müssen. Hatzi Strache jetzt bei seinen Frauen. Das eine ist offenbar die Philippa, das andere ist mir nicht ganz klar, wer die zweite Dame ist. Das ist die Philippa, seine Ehefrau. Ah, die Schwiegermutter ist das. Jawohl, das ist die Mama von der Philippa. Philippa weint, auch das ist schön zu sehen. Hofer schwer gerührt, Strache strahlt über das ganze Gesicht. So locker habe ich ihn heute noch nicht gesehen. Und also Schwiegermutter und Strache-Mama vereint hinter der Bühne. Die Philippa dabei, der Norbert Hofer dabei, viele rot-weiß-rote Fahnen dabei. Und jetzt kann es nur noch um Minuten gehen, bis der Hatzi Strache auf die Bühne kommt und dann bebt die Markshalle. Ich hoffe, sie bleibt stehen, würde ich einmal sagen. So, John Otti verbeugt sich, die John Otti-Band. Und jetzt holt John Otti den triumphalen Hatzi Strache auf die Bühne für seine 7000 FPÖ-Fans in der Maxhalle. Auf der Bühne jetzt das Ehepaar Strache, Heinz-Christian Strache und Philippa, und das Ehepaar Hofer, Norbert Hofer und seine Gattin, die ja bei der burgenländischen Gemeinderatswahl auch in die Politik eingestiegen ist. Das ist der John Otti, der legendäre Antrommler, rundherum Fahnenträger, als wäre es ein, weiß ich was, eine Nationalfeiertagsprozession. Ja.
Also das ist schon kräftiges Drücken auf die blaue Tränendrüse. Und jetzt sind auch die Luftballons da, die 99 Strache-Luftballons mindestens, wenn nicht mehr. Einen Riesenapplaus für unseren Spitzenkandidaten AC Strache! Und jetzt würde ich sagen, kommt gleich die Strache-Rede, dann hören wir rein und dann ist AC Strache. Lieben Freunde! Ein herzliches Dankeschön für eure wundervolle Begrüßung. Ja, liebe Freunde, es ist uns heute, und da müssen wir dankbar sein, und auch den Dank an alle Österreicherinnen und Österreicher auch richten, die heute an diesem wundervollen und wunderschönen Sonntag mit blauem Himmel auch von ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch gemacht haben und zur Wahl gegangen sind. Und heute dafür Sorge getragen haben mit ihrer kraftvollen Unterstützung für uns Freiheitliche im vorläufigen amtlichen Endergebnis uns auf 27,4% und auf den zweiten Platz gewählt zu haben. Das ist ein unglaublicher Vertrauenszuschuss, den wir erhalten haben. Vor 5 Jahren bei 20,5%, jetzt vor Auszählung der Briefwahlkarten bei 27,4% auf Platz 2. Und das zeigt, was uns da in den letzten Jahren gelungen ist. Wir sind heute ein großer politischer Faktor der österreichischen innenpolitischen Landschaft, liebe Freunde. Und wir haben mit dem jetzt zurzeit vorliegenden, noch nicht endgültigen, aber zurzeit vorliegenden amtlichen Endergebnis auch das geschafft, was niemand vor 12 Jahren für möglich gehalten hätte, nämlich das historisch beste Ergebnis seit Bestehen der Freiheitlichen Partei Österreichs auch wieder zu erreichen. Und so gesehen darf ich mich bei euch bedanken. Bei euch, mit welch unglaublich großartiger Kraft und mit welchem herzlichen Engagement ihr all die Jahre und auch wieder in diesem Wahlkampf mich und uns und die gesamte freiheitliche Familie unterstützt habt. Das ist so schön. Und das gibt uns auch allen, so wie wir da stehen, der gesamten Mannschaft und dem gesamten Team, die Kraft, jeden Tag auch dafür zu kämpfen, dass es in Österreich mehr Fairness, mehr Sicherheit und Gerechtigkeit wieder gibt und keine politische Islamisierung unseres Heimatlandes stattfinden kann. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Das war heute ein Auftrag, ein Wunsch nach Veränderung, wenn fast 60% der Österreicher das freiheitliche Programm gewählt haben, liebe Freunde, dann zeigt das, dass wir richtig gelegen sind all die Jahre als Themenführer nicht nur in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, sondern sogar aus der Opposition heraus die Kraft zustande gebracht haben, dass auch andere Regierungsparteien unser freiheitliches Programm übernehmen mussten. Und jetzt wird man sehen, ob man es ehrlich oder ernst meint, ob man überhaupt bereit ist, mit uns in ehrliche Verhandlungen zu gehen oder nicht. Und ich sage, ihr könnt euch auf eines verlassen. Wir bleiben uns treu, liebe Freunde. Und wir bleiben den Österreichern treu gegenüber. Wenn da jemand glaubt, es kann mehr desselben, more of the same geben. Nein, wir bestehen auf eine notwendige und nachhaltige Veränderung in Österreich. Und da sage ich, die direkte Demokratie, das ist so ein Punkt. Unsere österreichischen Staatsgrenzen zu schützen, das ist so ein Punkt. Dafür Sorge zu tragen, dass es faire und gerechte Löhne gibt im Land. Dass Entlastungen für die Arbeitnehmer und für die arbeitenden Menschen im Land bis hin zu den kleineren und mittleren Betrieben der Fall sind. Dass es endlich Fairness und Gerechtigkeit gibt. Und wir wollen auch sicherstellen, dass der radikale Islamismus in Österreich
keinen Platz haben kann, liebe Freunde. Und so gesehen darf ich zum Abschluss allen euch Danke sagen dafür, dass ihr immer all die Jahre und bis heute hinter mir gestanden seid und mir die Energie und die Kraft gegeben habt, nie aufzugeben, denn aufgeben gibt es bei uns nicht. Aufgeben tun wir nur einen Brief, liebe Freunde, sonst gar nichts. Und wir haben heute Grund zu feiern und ich habe Grund, Danke zu sagen. Danke an meine wundervolle Frau, die mir immer zur Seite steht und mir eine starke Schulter ist. Ich liebe dich, liebe Philippa. Und ich darf Danke sagen meinem lieben Freund und meinem ersten Stellvertreter, unserem Präsidenten der Herzen, Norbert Hofer. Und seiner geliebten Frau Verena, die jetzt Gemeinderätin geworden ist im Pinkerfeld. Und ich darf stellvertretend für das gesamte Team und natürlich meiner Familie, meiner Mutter, die da ist heute. Mama, danke, danke für alles. Danke, Tante Gitti, die da ist. Ja. Ich bin sehr stolz auf dich. Und stellvertretend für das gesamte Team, das da steht, und da sind so viele Persönlichkeiten, unserem Wahlkampfleiter Herbert Kickl, der Großartiges geleistet hat. Der ist ein Wahnsinn. Alle, wir sind eine große Familie und jeder ergänzt den anderen. Das macht uns aus.